Hallo, ich bin der Toddy und ich habe ein neues Video aus meiner Interface-Reihe für euch. Und dieses Mal ist Quarz an der Reihe. Und Quarz ist für Zauberleisten zuständig. Ist jetzt auf dem DK, eher weniger der Fall, dass man da irgendwelche Casts hat. Aber ein paar gibt es dann schon. Zum Beispiel hier dieses Bluttrinker-Ding, das mehr an eine Kanalisierung, aber im Endeffekt ist es ja auch eine Leiste. Und damit kann man die eben in der Größe anpassen, Farben anpassen, Position anpassen, diese Zauberleisten. Ich habe so gemacht, vielleicht hat was schon mal gesehen bei einem Guide oder so, dass ich die einfach hier drüber gelegt habe über meine Charakterdinger hier, über meine Charakterframes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier mein Tor wirke, dann baut sich das da so vor auf. Würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn ich einen Caster spielen würde, weil da man ja schon relativ viel castet, dann sieht man halt irgendwann seinen eigenen Lebensbalken nicht mehr. Ist manchmal auch bei Bossen, weil man ja dann eben das, was das Ziel castet, dann auch eben sieht. Ist halt manchmal, wenn die viel zaubern, auch ein bisschen fragwürdig, ob man das haben will. Ich habe es so gemacht, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Sondern wir wollen einmal schauen, Quarz, was man da so alles machen kann. Also hier kann man, ne, was beim Wirken ist, die Leuchtfarbe ist wie so ein Strich, kann ich euch mal zeigen. Hier dieser weiße Strich, den man da sieht, vielleicht erkennt man es im Video nicht so gut, aber das ist die Leuchtfarbe, können wir auch in anderen Farben machen, kanalisieren und so, Transparenzen. Und dann kann man hier für die verschiedenen Sachen, für die Spielerzauberleiste ganz viel anpassen. Schriften, Farben, Position, Größe, Breite, wo der Zaubername ist, wo die Zeiten sind, ob die Zeiten überhaupt angezeigt werden sollen und so. Da könnt ihr mal mit rumspielen. Ist ganz praktisch, wenn ihr sagt, ich möchte meine Zauberleiste irgendwie anpassen, dass es zum Rest des Interfaces passt. Vielleicht ist sie mir im Weg, wo ich die sonst habe und so weiter. Und damit kann man das ganz schön machen. Ja, das war es im Grunde genommen auch schon. Klickt euch mal durch. Ich will jetzt hier nicht jede Option durchgehen, aber ich finde es ziemlich praktisch, dass man das dann so schön machen kann. Wenn man sein Interface wirklich genau nach seinen Wünschen gestalten will, ist das auch so ein kleiner Punkt, der dann wichtig ist, wie ich finde. Ich hoffe, das Ganze hat euch hier gefallen. Ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein!